Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute ein Video ungeskriptet und ziemlich frei von der Leber weg. Und ich glaube, in Summe wird das ein relativ langes Video werden. Denn ich möchte mit euch so ein bisschen die, in Anführungszeichen, Full Experience genießen, was diese Messe angeht. Ihr habt es in der Videobeschreibung bzw. im Titel gelesen. Die Ankündigung vielleicht gesehen, ihr seht es jetzt im Bild vor euch auf dem Tisch, vor mir auf dem Tisch. Die ersten Jack Wolf Knives sind angekommen. Es ist das Modell Sharpshooter, ein Gunstock Design, Slip Joint. Ihr seht es, Modern Interpretation, Timeless Design. Also ein klassisches Taschenmesser Pattern, neu und modern aufgelegt. Ja, und wer sich auch nur ein bisschen auf meinem Kanal auskennt, der weiß ganz genau, dass das bei mir dann von vornherein schon ein Volltreffer ist. Ich bin also extrem, extrem aufgeregt, was diese Messer angeht. Und das hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Vor mittlerweile einem, ja, fast einem halben Jahr hat mich der Richie von Tools for Gents angeschrieben und hat gesagt, hör mal Andi, da kommt was Großes auf uns zu. Ich habe einen noch neuen Messermacher bzw. Messerdesigner an der Hand, den Ben Belkin. Ganz liebe Grüße an der Stelle raus in die USA. Ja, und der hat was Tolles vor und hättest du Interesse, das sind Slip Joints, moderne Interpretationen, hättest du Interesse, dir die Dinger mal anzugucken, wenn die bei uns in den Shop kommen. Da habe ich sofort gesagt, rechne mit mir, ich bin auf jeden Fall dabei. Großartige Sache. Und ich habe mir im Zuge dessen natürlich auch die Seite von Ben angeguckt. Ich bin ihm dann auf Instagram gefolgt, habe ihn mal angeschrieben. Daraus ist ein relativ regelmäßiger und auch ergiebiger Schriftverkehr geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das wöchentlich stattgefunden hat, aber in regelmäßigen Abständen haben wir uns immer mal wieder ausgetauscht über die Designs, über die Fortschritte. Ich habe direkt mal so ein bisschen auch immer meine Meinung dargelassen und ja, konnte natürlich auch nicht verhehlen, wie sehr ich mich auf die Messer freue, die hier vorstellen zu können. Und ja, im Zuge dessen fühle ich mich dann auch jetzt noch ein bisschen genötigt, noch klarzustellen, dass das kein bezahltes Review ist. Die Messer, die ich euch jetzt zeige, die gehen auch selbstverständlich wieder zurück zum Richie. Die gehen dann in den Shop, in den Verkauf. Die vier Modelle, es sind vier an der Zahl, die habe ich nur hier, um ein Video darüber machen zu können. Also in keinster Weise irgendwie ein bezahltes Review, sondern da muss man dann auch ganz klar mal eine Lanze brechen. Richie hat mich angeschrieben, weil er meine Meinung zu den Slip Joints ganz einfach schätzt. Und ja, ich hoffe, dass ich hier mit diesem Video dann auch ein bisschen dazu beitragen kann, die Botschaft und das Volk zu bringen. Gut, ja, ich habe gesagt, das wird hier so ein bisschen Full Experience. Ich habe jetzt vor, mit euch zusammen quasi ein Unboxing zu machen. Schauen wir uns doch erstmal die Verpackung an. Wir haben so einen leicht samtigen Karton. Schwarz mit Silber, sehr cool, weiße Schrift. Jack Wolf Knives auf den Seiten, oben auf dem Deckel das Ganze nochmal. Unten seht ihr dann, welches Modell das ist. Das ist das Sharpshooter Jack. Wie gesagt, Gunstock Design. Ben macht das so, dass er den klassischen Pattern auch leicht abgewandelte Namen gibt. Das finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Hier seht ihr schon Natural Canvas Micarta. Und auch, ja, da geht er auch sehr offen und offensiv mit um, Made in China. Allerdings ist nicht bekannt, welcher Hersteller die produziert hat. Interessant wird es auf der Rückseite. Da ist so ein ganz klein bisschen die Backstory. Jack Wolf Belkin was my grandfather. He carried a well-used slip-joint knife in his pocket every day. As far back as I can remember, I was fascinated with his knives and I couldn't wait to have one just like it. So, das ist eine Geschichte, mit der können wir uns alle doch, glaube ich, sehr identifizieren. Der Großvater, der Vater, der ein Taschenmesser dabei hatte und diese Leidenschaft, die sich dann auf uns übertragen hat. Ben schreibt dann weiter, dass er dann das Ganze ihm zu Ehren gegründet hat, den Namen auch entsprechend gegeben hat und schreibt dann auch noch ein bisschen drüber, was man in der Box findet. Und bevor wir da einfach weiter drüber sprechen, schauen wir uns das mal an. Ich bin jetzt sehr, sehr vorsichtig. Wie gesagt, ich will hier nichts kaputt machen. Das Ganze soll ja noch
an einen von euch glücklichen Kunden rausgehen. Dementsprechend extra vorsichtig. Und was schon mal besonders cool ist, die Messer kommen in einer Tube. Die ist dann auch nochmal mit dem Logo geprägt. Sehr, sehr geil. Und jede dieser Tubes hat dann auch noch ein ganz individuell gestaltetes Design von einem Comiczeichner. Wenn ich mich recht entsinne, war der Name Sean Tiffany. Und der hat wohl auch schon für Marvel und oder DC gezeichnet. Hier der Sharpshooter ist dann die Figur, die sitzende Position auf dem Dach gerade anlegt. Ich habe auf einem kleinen Video, jetzt versuche ich das nochmal zu rekonstruieren, ich glaube, es war die Blade Show West gesehen, wo Ben dann das erste Mal die Messer ausgestellt hat. Da waren dann auch schon die anderen Designs auf Karten. Da gab es dann eine so ein bisschen im Miami Vice Design, also alles so ein ganz klein bisschen 80er Jahre lastig, um dieses Retro-Feel, das diese klassischen Taschenmesser mit sich bringen, dann auch noch ein bisschen besser einfangen zu können. Sehr, sehr geil gestaltet. Hier ist dann nochmal der Hinweis auf die Homepage, wenn irgendwelche Fragen sind, E-Mail-Adresse angegeben, sehr, sehr cool. Ja, Sharpshooter Jack und so weiter und so weiter. Tube, Aluminium. Zum Aufdrehen, Aufschrauben. Und hier kommt uns dann als erstes mal so ein ja, Pork entgegen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Die Dinger waren wohl ja, in früheren Zeiten, ich glaube auf Hawaii schon mal eine Sache. Das hat sich dann irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er in den USA aufs Festland übertragen. Dann wurden diese Chips, diese Pappchips dann ein ziemlicher Trend. Gab sogar ganze ja, Sport, nicht Vereine, sondern hier Organisationen, die sich mit den Dingern beschäftigt haben. Die musste man ja so flippen und dann versuchen, die anderen dann irgendwie umzudrehen oder was, keine Ahnung, ich habe das nie gespielt. Kam ein bisschen zu spät für mich. Aber so ein Ding ist dann noch individuell gestaltet zum Modell drin. Dann in einem 30x30 cm Tuch. Hier seht ihr, die Messer haben schon die Qualitätskontrolle durchlaufen. Ursprünglich eingewickelt war das so, dass das Jack Wolf Knife Logo dann auch nach vorne zeigte. Also hier hat es eine Eingangskontrolle gegeben. Sehr gut. Dazu kommen wir gleich. Des Weiteren in der Tube. Vorsichtig, wir wollen ja nichts beschädigen. Sticker. Immer nice, wenn man sowas mit dabei hat. Klar, die meisten haben keine Verwendung dafür. Andere sammeln die Dinger einfach nur. Ich finde es cool, wenn sowas beiliegt. Und tatsächlich dann auch noch eine Echtleder-Steckscheide für die Hosentasche. Das Leder fühlt sich sehr, sehr gut an, sehr samtig, sehr weich. Was mir aufgefallen ist in dem Video, ich weiß nicht, bei wem ich es gesehen habe. Und wir schauen jetzt mal, ob das hier auch so ist. Ja, oben sieht man dann teilweise noch ein bisschen Klebereste und bei einem anderen Modell. Klebte das oben auch noch ein ganz klein bisschen zusammen, lässt sich dann relativ leicht lösen. Für die Benutzung macht das überhaupt keinen Unterschied. Die Qualität ist wirklich prima. Es fühlt sich wirklich, wirklich gut an und ich glaube, dass sich das Teil mit der Zeit dann richtig schön ans Messer anschmiegt. Finde ich eine tolle Sache, dass das dabei ist. Alles im Lieferumfang und das Ganze dann auch noch, um das Messer ein bisschen zu schützen, oben und unten dann jeweils noch so ein Schaumstoff. Teil, ne? Also das kommt dann alles wirklich gut geschützt zu euch. Und es gibt ja auch Leute, die tatsächlich diese Tubes sammeln, ob es jetzt Great Eastern Cutlery ist oder sonst irgendwas. Die machen ja auch immer was her. Ja, und dann eingewickelt ins Tuch. Ich mache das jetzt auch mal. Hier seht ihr dann noch das Logo. Ich habe es schon ausprobiert. Ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, das nachher so einzuwickeln, dass es so aussieht, als wäre es frisch von Ben gekommen, beziehungsweise frisch ab Werk. Das werde ich dann auch wieder machen, wenn ich die Messer zurückschicke. Auch cool, dass das Tuch mal in Orange kommt, eine Farbe, die man sonst eigentlich nie sieht. Und hier ist das Messerchen. Typisches Gunstock-Pattern, wobei hier auch ganz klar direkt auffällt, dass es moderne Materialien sind. Das Micarta, die Verschraubung, das erinnert doch ein bisschen an die Modern Slip Joints von Lion Steel. Direkt auffällig ist, dass wir hier eine Clip-Point-Klinge haben. Man sieht auch direkt, dass die satiniert ist. Wir sehen die Swatch, wir sehen den Nagelhau. Wir sehen, dass die Titanbacken perlgestrahlt sind, flutet. Hinten sogar so ein bisschen wie Coffin-Style-Handle angewinkelt an den Ecken.
Nicht einfach nur gerundet oder wie vorne einfach nur einen normalen 90 Grad oder dann in dem Fall in die Rundung übergehend Winkel drauf, sondern hinten dann nochmal, wie gesagt, 45 Grad abgewinkelt. Sehr, sehr coole Sache. Wir haben eine absolut perfekt, und das meine ich genauso wie ich sage, sitzende Rückenfeder. Der Abschluss ist grandios. Dass sie hinten mit geschliffen ist, ist natürlich selbstverständlich, aber das sieht auch absolut fantastisch aus. Ich hoffe, das kommt hier über die Kamera rüber, die verschiedenen Winkel. Die Verarbeitung ist einfach Sahne. Der Abschluss ist perfekt, der Klingenstand ist perfekt. Die Klinge übrigens aus Böhler M390 Stahl. Ja, nach wie vor mein absoluter Favorit. Also alles in allem wunderschönes Teil. Jetzt könnt ihr auch schon sehen, Backen und Platinen, das ist integral gearbeitet und die Micarta-Schalen quasi ein Inlay. Das Micarta selber sieht absolut großartig aus. Hier das Natural Canvas. Ich zeige euch jetzt gleich noch die beiden anderen Varianten, aber erstmal beschäftigen wir uns natürlich mit dem Messer an sich. Geschlossene Länge von 95 mm, Klingenlänge von knapp 75 mm und davon scharf, Walk and Talk, Sahne, sage ich gleich was zu. Scharfer Anteil von 6,6 cm, also 66 mm. Klinge erinnert sehr stark an ganz klassische Lenny's Clip und vielleicht seht ihr es schon, wir haben eine hohl geschliffene Klinge. Findet man tatsächlich nicht oft bei diesen modernen Umsetzungen, meistens ist es ein Flachschliff, Saber Grind oder Full Height. Eins von beiden findest du in der Regel, dass hier hohl geschliffen wurde, finde ich absolut großartig. Ja, und wenn ich es jetzt drehe, ins Licht drehe, dem einen oder anderen wird vielleicht direkt was auffallen. Die Phase ist winzig klein. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Es wird sehr oft der Begriff des Rasiermessers strapaziert, ne? Der aber Hohlschliff. Es ist schwer einzufangen, also es ist wirklich ein relativ derber Hohlschliff. Wir fangen bei 3 mm Klingenstärke an und gehen runter. Ich will jetzt nicht sagen auf 0, aber wir sind bei definitiv unter 0,3 mm, 0,24 vielleicht. Das Ding ist ultra fein ausgeschliffen. Diese Klinge hier wurde natürlich auch in keinster Weise bis jetzt irgendwie auf dem Leder abgezogen oder sonst irgendwas und ja, die. Ich weiß nicht, ob man es hört. Machen wir den kleinen Test, ob sie aus der Box auch rasiert. Ja. Muss man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Wenn du da nochmal zwei Striche nur übers Leder mit einer ganz feinen Paste, mit einem ganz feinen Compound gehst oder vielleicht sogar übers blanke Leder, dann ist, also wir sind hier bei Scary Sharp, ne? Und so fein, wie die Klinge ausgeschliffen ist, hast du jetzt auch keine große Phase, die du verrunden kannst, wenn du zu oft übers Leder gehst. Also das Ding wird auch lange, lange scharf bleiben. Klar, mit dem Hohlschliff und so fein ausgeschliffen ist das hier ein Taschenmesser für leichte Aufgaben. Also das typische Slip-Joint-Taschenmesser mit den Aufgaben, die man mit einem Slip-Joint-Taschenmesser erledigt. Nicht jedes Slip-Joint-Taschenmesser kommt daher, wie zum Beispiel das MR103 mit dem Grand Fossé, das Rückenfedermechanismus, das wurde quasi massiv Kraft aufwenden musste, um das überhaupt zuzuklappen, sondern hier haben wir tatsächlich ein ganz, ganz klassisches Slip-Joint-Taschenmesser in der knapp 10 cm Größe mit einer fantastischen Handlage und einer Optik. Ja, also mir persönlich gefällt das ausgesprochen gut. Ich bin nie der riesengroße ganz Stock-Fan gewesen. Also bei mir ist es dann eher Lenny's Clip und ein paar andere Pattern, die ich bevorzuge. Aber dieses Teil gefällt mir ausgesprochen gut. Natürlich wegen der fein ausgeschliffenen Clip-Point-Klinge mit Swedge. Habe ich das schon erwähnt? Swedge. M390. Ja, die verwendeten Materialien Titan und Micarta. M390 Stahl. Ich muss es, glaube ich, gar nicht erwähnen. Aber damit rennt man bei mir natürlich offene Türen ein. Hast du mich sofort an der Angel? Was ein bisschen abschreckt, ist dann tatsächlich der Preis des Messers. Das wurde in anderen Videos auch schon erwähnt. Es sind die ersten Videos draußen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, das Video, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, erscheint in Anführungszeichen heute am 15. April.
gucke gerade noch mal auf den Tacho, ob das auch stimmt. Ja, 15. April. Und der 15. April markiert auch den weltweiten Verkaufsstart des Sharpshooter Jack des ersten Modells. Schaut mal auf der Homepage vorbei. Die anderen Modelle, die noch kommen, sind absolut großartig. Auch alles an klassischen Pattern angelehnt. Wir haben Bullet and Jack und Lennys Clip, was dann Bennys Clip heißt. Und das Humpback ist auch großartig. Und ein Vampire, was dann Coffin Style, also Sarg angelehnt, wie klassische Bowie Knives aus Sheffield dann teilweise waren. Wir haben ein Venom Jack, glaube ich, heißt es, was angelehnt ist an das Viper-Pattern. Also ein Swayback-Design ist dabei. Also es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei und die werden jetzt sukzessive nachkommen. Das Gunstock ist nun mal einfach das Erste. Und auch das kommt direkt in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sodass wirklich für die meisten was dabei sein wird. Neben dem Natural Canvas haben wir hier zum Beispiel noch einen Black Canvas Micarta. Gefällt mir auch ausgesprochen gut. Black Canvas sieht man relativ selten. Finde ich cool, dass das mal dabei ist. Ich versuche jetzt mal so anzurichten, dass wir genug Platz haben. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ach, zum Walk and Talk wollte ich noch was sagen. Dafür nehmen wir dann einfach mal die Olive Drab, die grüne Variante. Beim Pull würde ich jetzt sagen, haben wir ungefähr eine 7, wenn man so von der Skala klassischer Messer ausgeht. Wir haben sehr sattes Geräusch beim Einrasten der Klinge. Beim Schließen 6,5. 6 bis 6,5, aber sehr, sehr befriedigendes Gefühl. Das Einrasten ist toll. Was viele Leute interessiert, wir haben perfekt flush die Stellung in allen drei Positionen. Sehr definierten Halfstop, absolut perfekt flush in allen drei Positionen. Der Übergang ist quasi nicht zu spüren. Man sieht ihn natürlich ganz leicht. Gucken wir mal, ob wir den Fokus noch dazu bewegen können. Aber alles in allem, Walk and Talk, Perfektion. Definitiv. Kann man gar nicht anders bezeichnen. Ja, der steile Preis. Ich habe es eben schon erwähnt. 275 Euro wird das Messer, glaube ich, kosten. In den USA sind es $275. Hast du Import, alles, was dazu kommt, hast du quasi eine 1 zu 1 Umrechnung. Ist eine steile Ansage, aber ich bin tatsächlich der Meinung, das Messer ist es wert. Denn hier hast du ja, die Vision eines Messermachers, der da sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt hat ins Design, in die Entwicklung, in die Materialien. Auch wenn die Fertigung dann in Übersee passiert, du hast eine bestimmte Vision und du hast eine Idee und entsprechend positionierst du dich am Markt. Und ja, das ist dabei rausgekommen. Ich finde, es geht in Ordnung. Hier kaufst du halt ein ganz besonderes Messer aus einer. Du kaufst halt auch eine Idee mit und nicht nur ein seelenloses Produkt. Und das finde ich hier bei diesem Modell einfach besonders gelungen. Ich glaube, das ist vielleicht die bessere Erklärung dafür. Hier stehst du meiner Meinung nach, wenn du es kaufst, auch hinter allem, was dazugehört. Hier kaufst du nicht einfach nur das Taschenmesser, sondern hier bist du quasi ja Fan dieser Idee und der Umsetzung dieser Idee. Ja, und das Letzte, das ich euch noch zeigen wollte, da zeige ich euch dann auch noch mal kurz den Klingenstand und wie fein die Klinge vorne schon ausläuft. Absolut großartig. Da kommt dann tatsächlich noch eine Version in Fat Carbon. In dem Fall blau, aber nur sehr, sehr wenig Blaueinschlüsse drin. Auch ein wunderschönes Modell. Vielleicht sogar der beste Walk and Talk von den vier Modellen. Also das Teil hier kriegt in allen Belangen von mir eine 10 von 10. Absolut, absolut traumhaft. Das macht richtig, richtig Laune. Jetzt hoffen wir, gucken wir mal kurz, wie wir den Fokus noch dazu bewegen können, dass er sich auch wieder auf die Messer auf dem Tisch konzentriert. Jawohl, da liegen sie nochmal in voller Pracht. Das Sharpshooter Jack Gunstock Modell von Jack Wolf Knives mir zur Verfügung stellt von Richie von Tools for Gents. Richie, an der Stelle nochmal meinen ganz, ganz lieben Dank dafür. Du hast es geschafft, noch so zu verschicken, dass die Teile rechtzeitig bei mir ankommen, dass ich zum Start des Messers und zwar weltweiten Verkaufsstart noch die Videos bzw. das Video fertig bekomme. Das ist schon großartig. Dafür vielen lieben Dank. Ich werde
tatsächlich jetzt, sobald ich abgedreht habe, alle Messer schon wieder verpacken. Ich zeige euch jetzt gleich noch einen Größenvergleich mit ein paar anderen Foldern, die ich gerade hier so habe. Ja, dann werde ich hier aber direkt wieder alle ordentlich verpacken und dafür sorgen, dass sie dann nach den Ostertagen sicher und wohlbehalten wieder zurück auf die Reise gehen. Ja, ein Wort noch zur Produktion in China. Gerade in letzter Zeit gab es ja wieder Diskussionen bei einigen amerikanischen Herstellern. Bei den Amis ist dieses Buy American ja gerade wieder ganz, ganz hoch im Kurs und viele rümpfen die Nase, wenn die Hersteller dann ihre Produkte in Übersee produzieren lassen. Hast du viele Messermacher, die nicht nur ihre Customs verkaufen, sondern auch Production-Versionen ihrer Messer. Und diese Produktion ist dann sehr oft ausgelagert. Trotzdem werden dann Preise, weiß ich nicht, jenseits der $400 verlangt für diese Messer. Und da gab es gerade zuletzt im Frühjahr 2022 doch wieder angeregte Diskussionen darüber, beziehungsweise ja, dann auch ziemlich abfällige Bemerkungen. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Wir haben mit Riyadh Knives zum Beispiel, wir haben mit Tuya und Bestech, haben wir ein paar Hersteller, die absolut fantastische, über jeden Zweifel erhabene Qualität an den Markt bringen. Ich habe jetzt ja mehr zufälligerweise gerade noch was auf dem Tisch liegen, was ich euch entsprechend zeigen kann. Ich mache mal hier gerade ein bisschen Platz. Größe hatte ich erwähnt, ne? Ja, hatte ich erwähnt. Gewicht, glaube ich, 82 Gramm. Ich glaube, so um den Dreh war das. Also definitiv auch ein Leichtgewicht. Lassen wir mal das Schwarze draußen. Ist bei der Größe aber auch kein Wunder. Aber da ich euch alles nochmal unten verlinken werde, sowohl die Homepage von Benjamin als auch den Instagram-Auftritt und selbstverständlich auch Tools for Gents, falls ihr zum Shop wollt und das Messer kaufen wollt. Da habe ich aber keinen Rabattcode oder sonstiges für euch. Wie gesagt, das mache ich hier gerade, weil ich Fan von den Messern bin. Haben wir zum Beispiel ein Tuya produziertes Messer. Ich habe gerade gestern ein Video dazu hochgeladen. Das ist das Martin Annegarn Street Legal, das Tuya Maß. Zum Messer des Jahres 2022 gewählt worden, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Eine VK von 170 Euro im Shop und damit, so jedenfalls die Aussage einiger Messermacher, eigentlich viel zu billig für das, was es liefert. Schön, dass es möglich ist, Messer zu so einem Kurs anzubieten, aber da hörst du schon, da sind dann tatsächlich Experten der Meinung, das wäre zu günstig. Anderes Modell, in dem Fall Fertigung von Riyadh Knives. Auch hier haben wir einen Slip Joint, auch hier haben wir Micarta, auch hier haben wir einen Superstahl, hier haben wir das MR103. Brauche ich auch nicht viel zu sagen, Markus Reichardt Edition. Die erste Edition kam, glaube ich, von WeKnife. Jetzt haben wir Riyadh als Hersteller und auch dieses liegt in etwa in dem Preisrahmen wie das Sharpshooter Jack. Also hier definitiv meiner Meinung nach, ja, es ist gerechtfertigt. Dazu kommt, dass in den vergangenen Monaten tatsächlich alles teurer geworden ist, auch Materialien, auch der Versand. Das muss man alles in die Kalkulation mit einfließen lassen. Wären wir in anderen Zeiten, würde das Messer wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Sind wir aber nicht. Also, es ist, wie es ist. Ich finde, es ist ein fantastisch gelungenes Produkt. Die Qualität ist absolute Sahne. Ich bin wirklich glücklich, dass ich die Chance hatte, mir die Dinger mal aus der Nähe anzugucken. Ich freue mich auf alle weiteren Modelle, die noch kommen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich euch davon auch das ein oder andere wieder präsentieren kann. Ich bin genauso felsenfest davon überzeugt, dass ich nicht drumherum komme, dass eins von denen irgendwann auch in meine kleine Sammlung wandert. Die sind einfach zu cool. Ich habe ganz ehrlich, und das werden sich die meisten schon denken können, natürlich ein Auge geworfen auf das Lennys, also auf das Bennys Clip. Ja, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das Humpback ist cool. Die sind eigentlich alle ziemlich geil. Sogar das Gunstock gefällt mir ja hier ausgesprochen gut. Und nachdem ich ja für einen Freund gerade einen Gunstock von Thais Meats anbieten konnte zum Verkauf, Video findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses hier drehe, ist das auch noch nicht verkauft. Habe ich doch so ein bisschen Berührungspunkte mit den Gunstock-Pattern gehabt in letzter Zeit und muss sagen, so langsam finde ich auch da Geschmack dran.
Nicht genug, dass dieses jetzt unbedingt in meine Sammlung müsste. Man kann sich eh nicht alle leisten, von daher werde ich dann Prioritäten setzen und zu dem greifen, was mich dann absolut am meisten abholt. Und das wird wahrscheinlich irgendwas sein, was in Richtung Lennys Clip geht. Kleine Vorschau auf das, was noch kommt auf meinem Kanal. Das waren OW-Knives, also vom Oliver, in Kürze auch hier auf meinem Kanal zu bewundern. Ja, also wird wahrscheinlich ein Lennys werden. Dementsprechend freue ich mich auf alles, was da noch kommt. Ich glaube, das Jahr 2022 wird auf jeden Fall sehr von Jack Wolf Knives dominiert werden. Ganz, ganz lieben Gruß nochmal raus an Benjamin. Es ist mir wirklich eine Freude und es macht Spaß, mit dir zu kommunizieren. Du bist ist wirklich ein toller, toller Typ, der mit Herz und Seele hinter seinem Produkt und hinter seinen Messern und hinter dieser Ideologie steht. Und von daher ist es mir eine ganz besondere Freude, die Teile dann auch in die Kamera zu halten. So, genug geplaudert, sind zwar 26 Minuten. Ich habe mir schon gedacht, dass das ein langes Video wird. Ja. Schaut es euch an, falls ihr Bock drauf habt. Ihr macht definitiv keinen Fehler, wenn ihr euch das Teil bestellt. Das ist eins von den Taschenmessern, die man sich fürs Leben kauft, möchte ich mal sagen. Ob sich das lohnt, die Modern Traditionals zu sammeln, es gibt ja halt doch viele Hersteller, die diese herstellen, die immer wieder Modelle auf den Markt bringen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein wirklich adäquates Sammelgebiet ist. Es könnte mal zu einem werden. Wenn dieser Trend schon wieder ein bisschen abebbt und die dann auch ein bisschen gesuchter werden, könnte ich mir vorstellen, dass die Nachfrage wächst. Im Moment ist das Angebot ziemlich groß. Von daher sind das für mich absolute User und mit dem, was sie sind und mit der Verarbeitung, die sie mitbringen und mit den Materialien, sind sie dafür die absolut perfekten Messer, die absolut prädestinierten Taschenmesser. Ach so, was ich noch erwähnen wollte, die Backen sind in dem Fall gestrahlt. Das ist so ein bisschen der Look, wie man es von Chris Reeve kennt. Ich habe aber schon gesehen bei den Prototypen, in dem Video war es so, dass die anderen Modelle dann auch mit einem anderen Finish kommen. Ich glaube, der Nick Chabas hatte sich ein bisschen dran hochgezogen, dass er dieses Beatblast-Finish ein bisschen langsam findet, langweilig findet. Ja, da hätte man vorbeugen können und sich informieren können. Andere Modelle kommen mit einem anderen Finish. Die werden dann alle ein ganz klein bisschen anders sein. Finde ich auch eine saucoole Sache. Da macht man sich dann auch Gedanken drüber und da gibt es dann auch ein bisschen Variation. Ein Video möchte ich euch unbedingt noch ans Herz legen. Das ist das Video vom Advanced Knife Bro. Das hat mich wirklich sehr amüsiert. Ihr kennt ihn vielleicht und er macht ja manchmal ein bisschen vogelwilde Sachen in seinen Videos. Dieses ist ein sehr zurückgenommenes Video, wo er tatsächlich sehr auf das Messer und auf seine Eigenheiten eingeht. Fand ich toll, habe dann auch kurz mit ihm drüber geschrieben, über Instagram, glaube ich. Und habe auch gesagt, dass ich sein Video ganz gerne unter meinem verlinken würde, wenn es dann rauskommt. Sei hiermit angekündigt, auch Grüße raus an dieser Stelle. Ja, schaut da unbedingt mal rein. Ziemlich interessant, was er zu dem Messer zu sagen hat. Ansonsten werdet ihr, wenn ihr euch die Videos anschaut, überwiegend sehr, sehr positive Meinungen und sehr, sehr positive Reaktionen finden. Klar, der ein oder andere hat was auszusetzen. Wenn man will, dann findet man immer was. Aber im Großen und Ganzen halte ich dieses Messer für ein fantastisches Produkt und ja, es war mir eine Riesenfreude, wirklich eine Riesenfreude, hier mit dem Sharpshooter Jack, mit dem Gunstock Pattern, den Einstieg in die Serie von Jack Wolf Knives zu finden. In diesem Sinne jetzt aber tatsächlich Feierabend. Euch allen wunderschöne Ostertage, genießt die Feiertage. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Zeit mit euren Lieben, mit eurer Familie oder einfach in der Natur, was auch nie verkehrt ist. Und ich sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.